Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. So, muss mal gucken, ob ich einen Kurs gespeichert habe. Haha, sonst lustig. Feld 10. Nein! Scheibenkleister. So. Okay, du die. So, jetzt brauche ich den. Was alt. E. Irgendein A. Die Splinter sind blöde. Den schalten wir ein. Jetzt muss man so gerade wie möglich fahren. Nee. So. Mann, Alter. Ist denn der Kurs so verschoben? Ist denn hier kaputt? Den Kurs irgendwie drehen? Irgendwie habe ich schon gerade was vermehrt. Ah, hab's. Gut, ich hab es. So, jetzt nochmal Alt E. Da haben wir A und los geht's. Schön die Tüften sammeln hier. Und schön bis vor. Und halt eh. So, jetzt brauchen wir zack. So. Und automatische Breite, zack. Zack, zack, nochmal automatische Breite. So. Das ist echt bescheiden. So, jetzt hier rum. X. So. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Fährt denn der hin? Warum fährt denn der schief auf die Spuren? Denkt, das soll ich ausrichten, der Klaus? Ich habe den GPS hier echt vergessen. So. Ist mir scheißegal, also scheiß Blinkpunkt A. Also ich mache das manuell und das ist. Am besten, wenn ich so mit mir die Kartoffeln rumschlage. Voll anders machen wir der Miete zu teuer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Ding hier vorlieb nehmen. Und so groß ist ja Feld 8 eigentlich, Uni.
Mythologie eigentlich? Mit der Rübenschubser hier ist gar nicht so einfach. So, mal Wasser ernten hier. Jetzt haben wir noch keinen Kaffee. Und das willst du machen, das ist ja gar nicht mehr. So, jetzt aber. Jetzt sind wir auf Kurs, hoffe ich dann noch. Na, Baum. So Scheibenkleister hier. Komm ich denn mit dem Koffer vorbei? Ach man, wer hat den Baum hier hingesetzt? Anders machen. So. Ist doch schon wieder so Blätter oben im Weg. Mensch, Andi, hast du die Bäume so nah angesetzt? Das ist so bescheiden zum Rübenernten als zum Kartoffelernten hier. Das prangere ich an, wenn ich dürfte. Dorf, ich habe auch den Schein dafür. Und Bildprangern ist verboten. So. Aber auch noch ein bisschen dran sind an den Tüften hier. Aber egal. So. So, geht das einigermaßen gut. Jetzt muss ich genau neben der Spur, genau so viel Versatz, dass ich neben der Spur fahren kann. Um die Kartoffeln daraus zu zuppeln. Das war alles von oben machen, aber sonst geht's nicht mal hin. So, Feld 8, dann die Bahn weg.
So, Halligalli im Haus, ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, aufzustehen, die Türe zuzumachen vom Wohnzimmer. Weil ich habe ja wichtig Schrübenmissionen. Und da müssen wir jetzt durch. Als Prinz der Rübe. An den Rübenprinz sind ja Tüften, ich bin euer Held. Wie habe ich es halt mit Rüben? Obwohl ich Tüften ernte. Ah, Anzeige ist raus, ich weiß. Aber ich krieg mal auf die Kette. So, ich bin hier noch ziehen. So, also nichts hier, wo macht nichts. Mal jetzt. Oh, es erntet der Zwo. Ist doch ein ganzer Scheiß normal vorne hier. Ich wundere mich, warum da nicht mehr rein. Weil war der Stuhl voll. Mit dem Kreuzschläger. Komm, lass mich hier durch. Darf ich immer über die Stöcken zur Sense normal hinfahren? Mann, ey. So. So, ist so schön, und läuft die Halbrunde normal machen. Boah, ich hasse es. Muss gucken, wo wir stehen geblieben waren. Obwohl ich dann hier ohne Stöppeln gelassen habe. Hier sind wir nicht alle Stöppeln. Hier fing es an. Okay, fing so dort an. Jetzt ab hier los und B. So, ab hier jetzt so. Das Bild ist hier das Füllvolumen mit achten Mist. Ich hab total nicht drauf geachtet auf den Scheiß. Da kommt da sowas raus. Aber so ist das nun mal.
Das passt jetzt wieder, dass wir vorbeikommen. Und das passt nicht, ich könnte in die Kiste kacken, ey. Oh, da, ich war nämlich voll am Recht. So, weiter geht's. Na, so ist das, wenn wir uns einen Kartoffelbunker dann machen. Dann holen wir nach dem Dorf, holen wir das raus. Dafür haben wir ja drüben die Bunker. Dann denke ich mal, den Feuerband rausholen. Ich bin noch zweiten Schaufler holen. Und das übersteigt meine finanziellen Mittel momentan. Die Kartoffeldämme unten da drunter sitzen, sind richtig geerntet. Oder wie sehe ich das Sache? So. Oh, scheiße, die Bäume, die Birke. Krippelkiefer ist das, weil es ja. Warum weiß ich nicht, dass ich jetzt so blöde. So. Es geht ja langsam, aber sicher geht es ja voran hier. So, weiter geht's. Aber wir sind langsam am Ende dieser Folge angelangt. Also ein paar Folgen werden wir mit TÜVTEN wahrscheinlich noch zu tun haben. Weil wenn ich das so angucke, was ich erst runter habe, wie groß das Feld noch ist, obwohl es nicht gerade das größte Feld ist, habe ich noch ganze Stücke zu tun hier. Aber wie gesagt, ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.